Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe es endlich geschafft. Das Chaos wurde beseitigt. Ich meine es nicht das da hinten. Ich meine das da. Das Chaos-Ohr. Denn ich habe es geschafft. Ich habe mir einen kleinen Aufbau machen müssen. Ich habe da mal schon ein paar Öfen hingestellt. Habe da auch dieses Solid Fuel reingepackt. Einfach nur mega das Zeug. Ja, man sieht, ne? Also ich habe hier ein, also es ist einer noch nicht verbrannt. Ich habe hier auch schon mehrere Stacks rausgenommen. Ich habe mit 62 Stacks angefangen. Wie gesagt, ein einziger ist weg. Aber ich brauch die Steine, oder ich brauche vor allem jetzt Massivsteine für hinten. Zeige ich euch gleich. Und wir machen aber jetzt erstmal hier weiter, weil wir möchten das Chaos-Core machen. Davon 6 Stück. Davon brauche ich jetzt dann erstmal Lapis. Nein, Lapis, danke. Davon brauche ich jetzt 4. Nein, davon brauche ich 3. Nicht 4. 4 wäre ganz dumm. Weil dann darf ich nämlich wieder schürfen gehen. So, Diamanten kann ich nämlich auch schon mal abgeben. So, und dann brauche ich jetzt den da. Da brauche ich jetzt Blöcke. 1, 2, 3. Nein, ich habe keinen Laden. Ich habe keinen Redstone mehr. Ich habe doch gesagt, ich muss noch Redstone herstellen. Verdammt. Da ist es. Redstone herstellen. Das war. Hier. Brauche ich Gunpowder und Blaze Powder. Okay. Das sind Blaze Powder. Ja, reicht. So, das brauche ich schon mal für die Lava. Gleich nochmal. So. Und davon brauche ich jetzt auch noch 2. Dann müsste es hoffentlich reichen. Muss ich mal hoffen, dass ich noch in, dass da noch Heat rein drin ist, aber dürfte eigentlich nicht weg sein. Also ich habe wieder vergessen. So, wir machen erstmal 16 Stück rein. Wenn ich den anmache, jawohl, er läuft. Auch rein. So, dann heißt es jetzt für mich, wir teilen das auf. Plop. Plop. So, du kommst da auch hin. So, Gunpowder. Wird zu dem. Blaze Powder wird nur in Verbindung. Genau. Also erst Blaze Powder, dann Gunpowder. Und dann on und dann dann. Zack. Das, das. Zack. Gucken, aber ist wieder oben. Dann das, das. Nummer 3 und das, das. Nummer 4. Dankeschön. Habe ich nämlich auch keinen Redstone mehr. Jo. Dam, 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 da. Ja, genau. Das ist jetzt drin. Ich brauche, was habe ich gesagt? 6 Stück. Und wir machen 3. Und wir machen Detect. Und wir claimen. Wir haben Embers complete. Wir gehen mal nach oben.
Und tun Trophäe abstellen. Ein Trophäenraum. Wahnsinn. Aber haben wir. Sehr schön. So. Das heißt jetzt, wir haben jetzt die Industrierevolution und die Thermalmaschinerie beide angemacht. Anti-Money Ingot und Advanced PCB. Von Pneumatik und von Sud, whatever auch das ist. So, ich brauche jetzt, ich muss jetzt mal schnell schauen, Kohle. So, Kohle. Ich brauche dieses komische Huhn. Dieses Cold Chicken. Dafür brauche ich Flint, dafür brauche ich dieses Ei. Um dieses Huhn zu kriegen, brauche ich ein normales Chicken und ich brauche Flint. Und das brauche ich im Chemical Reactor. Chemical Reactor. So, Chemical Reactor. Invaplate. Extractor. Compressor. Extractor. Advanced. Okay, das ist jetzt nicht das größte Problem. Ein Tree-Tap? Haha, das Ding kann ich noch nicht. Nein! You need Stage RT first. Ja, Reborn Technology. So, das heißt, ich muss jetzt den hier freigeben. Also, das heißt, ich muss mit Pneumatikkraft weitermachen. Und ich brauche Anti-Money Ingot. Ja, ich gehe mal schnell hier schlafen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht Anti-Money Ingots habe. Das wäre zwar jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Anti. Das heißt, wir haben in der. Wie komme ich da hin? Melter. Melting. Muss ja irgendwie da dran kommen. Ah, okay, über Sud. A Chemical Mixer Recipe. Molten Sugar und Molten Lead ergeben Molten Anti-Money. Haha. Ich habe den nächsten Mod. Den kenne ich noch gar nicht. Sud. Das ist, ich weiß, dass ich das schon hier ein paar Mal gesagt habe, aber dafür spiele ich es ja auch. Weil ich noch nicht vieles kenne. Das ist halt das, wo mein 1.7.10 stecken bleibt. Wobei, finde ich eigentlich nicht schlecht. Also 1.7.10 ist für mich eins der. Ich habe schon gesagt, ein paar Sachen. Ein paar Sachen. Die danach gekommen sind in 1.7.10 mit integriert, wäre einfach nur geil. Also ich sag mal, wenn man das Crate, ich habe schon ein bisschen was gesehen, was das Ding alles kann. Wenn das noch damit dabei wäre, fantastilianisch. So, wir haben freigeschalten. Thermal Machinery ist auf jeden Fall auch was Schönes. Das, HF Wire Coil, Alternating Flux und Embers. Okay. Thermal Machinery und Industrial Revolution. Industrial Revolution. Ach nee, ich gehe jetzt zu Industrial Revolution. Ich habe Embers freigeschalten. So war's. Das da ist jetzt frei. Allowing with Ember. Hammer Time. Tinker's Hammer. Ah, ich bin gerade von falschen Tatsachen ausgegangen. Ah, aber ich gehe trotzdem, ich muss trotzdem den da. Es das heißt, ich brauche noch den und dann habe ich erst den, um an den nächsten Hühner dran zu kommen. Yay!
So, aber dann erklären wir mal schnell. Also, eine Treppenhaus ist jetzt fast fertig. Und zwar das hier. Also, man sieht, ne, also es wird auch hier weitaus größer werden. Das heißt, ich habe jetzt dann auch Möglichkeiten, viel mehr Chemical Furnaces hier mit reinzupacken. Wie ich es hier genau mache, weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt dann hier schon zumache oder ob ich noch offen lasse. Mal gucken. Ist jetzt, ja. Ich glaube, nee, ein bisschen weiter ist es nicht geworden, oder? Ja, das ist halt breiter geworden. Weil ich jetzt hier sozusagen hier ein Licht drin habe. Ich habe jetzt hier ein Licht drin. Und ich merke gerade, ich habe da oben noch Steine drin. Die müssen raus. Und so wird dann das ganze Spiel. Das ist dann momentan. Das wird sich auch noch ändern. Das wird dann auch irgendwann so ausschauen. Aber da brauche ich erst Ender.io. Und Ender.io sind wir auch, glaube ich, noch ein ganz schönes Stück weg. Da ist Ender.io. Das heißt, ich brauche auch die zwei, um das aufzumachen. Okay. So, also das ist dann, ja, genau, dann hat man jetzt dann hier, ne, das, wie gesagt, das wird dann eine kleine Brücke, dass ich dann immer hier rüberkomme. Genau, und dann wird dann hier der blaue Pfad entlang laufen. Das heißt, hier wird dann jetzt irgendwann blau werden. Vielleicht mache ich das sogar so, dass ich die hier austausche und zu blau mache. Dass dann hier oben, dass dann sozusagen schon über der Brücke blau stattfinden wird. Hier hinten wird halt dann schwarz stattfinden. Genau. Ne? Ja. Dann, was habe ich denn? Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe wirklich nur jetzt am Treppenhaus rumgespielt und das waren Stunden. Nicht Minuten, sondern Stunden. Genau. Dann sieht man es hier. Jetzt habe ich hier noch eine große Lampe drin. So, dasselbe kommt jetzt dann auch nochmal da drüben hin. Und dann haben wir eigentlich soweit dann alles fertig, dass ich dann anfangen kann, das da. Der ist auch falsch. Der muss ja auch noch weg. Moment einmal. Das können wir ja kurz machen. Jetzt mal eine kleine Treppenhausfolge. So. Als erstes machen wir mal die Treppe hin. Da komme ich hier runter. Das heißt, ich habe jetzt dann. Genau. Erstmal weg. Dahin bitte. Du kommst dahin. So, dann habe ich jetzt hier frei. Dann, ja, nee, die kommen auch weg. So, dann habe ich jetzt sechs Stück. Okay. Dann, ja, die müssen natürlich auch noch weg. So, das heißt, wir fetzen mal schnell nach hinten, weil wir brennen ja gerade Stein wie ein Weltmeister. 16 Stacks und wir sind immer noch beim ersten. Einfach nur geiles Zeug. Ja, wenn man Sachen kennenlernt, dann lernt man sie auch gleich lieben. Ich weiß gerade, warum, dass ich so Art im Kopf habe, dass ich das hier so halb fertig habe, bevor ich so richtig wieder mit GT loslegen kann. Weil sonst fange ich jetzt heulen an. Aber richtig. Vom Unterschied vom Preis her.
So, dann machen wir das auch gleich. Habe ich hier unten. Habe ich hier nicht irgendwo eine Kiste mit Steinen? Ja, das ist die hier. Dann mache ich nämlich nicht alles off, sondern mehr machen einmal on. Ja, Ball halt runter. So, das heißt, ich habe jetzt dann das da. Lustig wird es dann, wie gesagt, mit dem da, weil der muss jetzt dann doch auch ein bisschen umziehen. Nur nicht viel, aber ein bisschen. Den da. Muss auch aufhören. Das geht gar nicht. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall dann mal hier Zweier. Schon sind wieder. Gott. Erst die großen, dann die kleinen Buchstaben. Sonst sind die nächsten Steinchen wieder weg. So, ich brauche noch die Lampen. So, und das müsste eigentlich gewesen sein. Mehr brauche ich da gar nicht. Das andere ist immer nur, was kriege ich noch zusätzlich dazu. So, dann machen wir den hier fertig. Dann habe ich auf jeden Fall, da kommt dann der Glowstone hin. So, dann habe ich das auch. Dann kann ja der da weg. Oh Mann, nicht mal da weg. Einfach mal da eine Fackel hin. Dann habe ich auf jeden Fall auch das. Dann kommt hier auf jeden Fall auch das hin. Dann bist du dahinter. Daneben. So, dann machen wir hier erstmal eine Fackel hin, bis ich soweit bin. Dann habe ich noch mein Clear Glass dabei. So. Dann ändern wir das auch ab. Sauber. Und jetzt wisst ihr, warum das ich gesagt habe, ich werde massiv Steine brauchen. Bin immer noch nicht mit dem Treppenhaus fertig und das ist nur die zu der Etage hier. Oh, wir sind bei Nummer 2 angekommen. Ist das nicht schön? Dann machen wir jetzt das da hier weiter, das da und das da. Komm, mach gleich alle, brauch die sowieso. Schauen wir mal schnell nochmal hier entlang. Das ist jetzt alles das. Ups. So, das kann auf jeden Fall mal alles weg. Dann haben wir jetzt dann 2, 4, 6 Stück da.
2, 4. Kommt das auch weg? 2, 4. Nein. Erstmal nicht. So, dann heißt es Fackel hin. Fackel hin, danke. Und wir ziehen die Mauer nach unten. Das ist soweit IO. So, dann heißt es jetzt, da kommt jetzt dann der Weg rein. Das heißt, das muss auch jetzt alles weg. Den da oben kann ich gleich wieder lassen. Zuerst habe ich ja überlegt, ob ich da nur eine Treppe mache. Eine Zweier. Die hat mir dann so mickrig ausgeguckt, dass ich gesagt habe, nö. Doch auch schön, oder? So, dann brauche ich das und das. Dann habe ich jetzt 3 und das ist 3x3, okay. Das kommt auch noch weg. Dann haben wir jetzt das hier. Das kommt auch weg. Glas kommt auf die Seite. Die Cobblestone-Tiles kommen hier hin. Das kommt dahin. Dann haben wir jetzt schon mal das. Dann habe ich ja gesagt. Dann kommt 3x3. Oder? Mit dem sind es 4, ne? Genau. So, dann kommt das auch weg. Das kommt auch weg. Kommst du hier hin? Dann brauche ich dich. Dann kommst du von oben runter. Muss mal probieren, was passiert, wenn ich die Dinger schüssel, ob das besser ist oder nicht. Wird auf jeden Fall einfacher, die zu bauen. So. Wie habe ich es denn da drüben gemacht? Genau so. Okay. Also, dann kommst du mal weg, dann kommst du wieder hin. Ich gehe mal hier hin, weil das mit dem Heat ausmachen, sonst ich wieder vergesse. Okay, so. Dann gehen wir hier hin. Nein, du nicht. Heißt, ich brauche dich dann hier. Jetzt stimmt's aber. Dann haben wir das. Da kommen die jetzt auch noch weg. So, und dann geht's ja jetzt los, dass wir jetzt sagen, okay. Der da kommt so hin. Dann haben wir das. Ah, ist schön. Ich höre wieder was. Es ist total schlimm, wenn man vergisst, dass das Ding da ist und man denkt, ist mein Sound an? Halt. Okay, dann bleibt er, aber der geht weg und dann kommen die dafür hin.
So, dann ist die Mauer nämlich auch gezogen. Passt. So, wie habe ich es denn hier gemacht? Problem ist, dass ich hier oben, na, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Weil zuerst habe ich nämlich das hier alles gelassen, weil ich hier gedacht habe, hier ist eine Treppe, aber hier ist ja gar keine Treppe mehr. Die Treppe ist ja hier, ist ja hier. Die Treppe ist ja hier drin. Ja? Und nicht hier. Bin nämlich beim Überlegen, ob ich sage. Ich bin beim Überlegen, sagte er und haute gleich auf die Wand ein.